So, Leute, und schon geht es hier weiter bei Dungeons 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir klicken direkt auf Weiterspielen. Und wir dürfen einen neuen Raum bauen. Die Tüftlerhöhle habe ich ja letztes Mal vorgelesen, was die so bringt. Auf jeden Fall können wir dann... Die Tüftlerhöhle stand, doch noch war sie lediglich als Lager zu gebrauchen, denn es fehlte ein Arbeitsgerät für die Goblins des heimtückischen Bösen. Flux erstellte dies noch einen Bauomat in der Tüftlerhöhle. Okay, ein Bauomat. Stelle einen Bauomat als Arbeitsplatz für einen einzelnen Goblin zur Verfügung. So, der Bauomat kommt hier hin. Ein funkelnder neuer Bauomat zierte die Tüftlerhöhle des expandierfreudigen Bösen. Ein Goblin konnte hier gut arbeiten und Arbeitskisten produzieren. Da kommt der Goblin. Es würde nun ein paar dieser Kisten benötigen, um eine Falle zu erforschen. Geduldig wartete das launische Böse. Okay, alles klar. Der baut jetzt also ein paar Items oder Kisten. Wir könnten hier nochmal ein bisschen weiter abbauen einfach. Bauen die hier noch überall... Oh ja, hier bauen die immer noch überall munter ab hier. Gab auf jeden Fall schön viel Gold für uns. So, hier könnte auch noch irgendwie ein Dingens sein, so wie es aussieht. Aber ich sollte da erstmal noch nicht hingehen. Zahltag. Oh. Und da geht unser Geld wieder dahin. In der Goblinhöhle sind unsere Einheiten noch. Ja, wir müssen jetzt eigentlich nur... In eurem Dungeon. Oh, shit. Wo denn? Ach, du Heilige. Shit, shit, shit. Warte mal. Ja, kommt mit schnell. Ihr müsst hier in den Dungeon kommen. Ah, shit. Kommt schon raus mit euch. Ah, ich weiß nicht, ob... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob meine Dingens das alleine hinkriegen, die Goblins. Schauen wir mal hier. Der eine Goblin ist hier... Und der andere ist hier. Okay, komm schnell. Werf ihn ab! So, es könnte jetzt böse auf die Fresse geben für meinen armen kleinen Goblin. Aber ich sehe schon, meine Einheiten sind bald da. So, Vorsicht, du sollst nicht sterben, mein lieber Freund. Okay, die Orks sind, glaube ich, da, wenn ich das richtig sehe. Kommt schnell. Kommt schnell. Oh nein, mein einer Goblin wurde getötet! Ihr Monster. Diese dreckigen Helden, Leute, ey. Haben einfach unseren einen Goblin gekillt. So geht's dann nun wirklich nicht. Ein Ork fehlt, oder? Ne, sind alle da. Okay, sehr schön. Der andere Goblin kämpft ja auch noch mit. Wehe, der stirbt jetzt auch. Das wäre ziemlich unsexy. Wir könnten uns aber noch einen neuen Goblin holen, oder? Ja. Nicht genügend freie Bevölkerungspunkte. Ach, du grüne Neune. Ja, pass auf, dann schmeißen wir einen von denen hier raus. So, ciao, mach's gut. Ey! Ah, kann doch nicht so schwer sein, den da... Sag mal. Sollst hier reinfallen. Geht doch, danke. Jetzt kann ich einen neuen Goblin holen. So, dann haben wir nämlich noch den zweiten. Forsche eine neue Falle. Neue Falle erforschen. Ah, hier findet ihr alle heimtückischen Fallen, die wir erforschen können. Explodierende Schatztruhe. Okay, die explodierende Schatztruhe könnten wir jetzt erforschen. Dafür brauchen wir allerdings... Achso, die Kisten haben wir. Ah, okay, warte mal. Die erforschen jetzt, also die bauen gerade Kisten. Okay. Alles klar. Ich verstehe langsam, wie das funktioniert. So, ich brauche also ein bisschen Gold. Wo sind meine Diener? Guck mal hier, sind doch so schöne Goldreserven. Sammelt mir die mal bitte ein. Wir haben so viele Diener, da können die sich echt mal ein bisschen bemühen. So, und wenn wir das jetzt gleich haben, dann wird hier etwas erforscht, würde ich sagen. Ah, er ist wieder am Bauomat. Sehr gut. Läuft bei uns. Läuft echt bei uns. Ah, jetzt kommt der blöde Zahltag wieder. Oh, guck mal hier, was wir hier haben. Was steht da? Hat die Sperrstunde der Taverne eingeläutet. Okay. Kann sogar ein Bierfass nehmen. Auch nicht schlecht. Wusste ich auch noch nicht. So, wenn wir gleich Geld haben. Ja, wir haben über 500. Sehr schön. Dann können wir jetzt endlich die Falle erforschen. Ah ja, wird sogar gerade erforscht. Sehr schön, Leute. Läuft bei uns. Ah, hier. Das dauert wieder 100 Jahre, bis es abgebaut ist.
Obwohl es ja eigentlich auch nicht schaden kann, wenn die hier dran weiterarbeiten. Dann lassen wir das hier erstmal sein. So, weg damit. Obwohl wir hier eigentlich überall auch noch genug Gold haben. Hier könnte ich mich auch nochmal durchgraben. Da befindet sich bestimmt auch irgendwas Cooles hinter. So, immer diesen Wegen nach. Meistens kommt man dann irgendwo hin, wo es... So feige die Goblins auch waren, ihre Kreativität machte dies mehr als wett. Voller Stolz präsentierten sie dem tückischen Bösen den Plan einer hinterhältigen Falle. Innerlich bösartig lachend, machte es sich schnell daran, diese zu errichten. Okay, sehr schön. Hier im Tutorial steht erstmal Produktionsräume. Ja gut, damit kennen wir uns ja schon aus. Und hier Langeweile. Abseits der Schnodderlinge langweilen sich eure Kreaturen schnell, wenn sie arbeiten. Wenn sie zu viel Langeweile gesammelt haben, wandern sie durch den Dungeon und suchen Zerstreuung. Okay, okay. Die finden sie meistens beim Anpöbeln von Schnodderlingen, was diese vom Arbeiten abhält. Zudem bauen eure Kreaturen Langeweile langsam über die Zeit ab. Dafür gibt es im späteren Spielverlauf aber auch noch andere Möglichkeiten. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Und jetzt sollen wir eine Falle bauen. Deselektiert zunächst alles, was ihr selektiert habt. Klickt dann im Aktionsfenster auf den Fallenknopf. Wählt dann eine Falle aus. Okay, hört sich jetzt nicht so schwer an. Wir klicken auf den Fallenknopf und eine explodierende Schatztruhe. Die soll jetzt hier hin. Stelle eine Falle auf. Okay, die könnten wir einfach mal hier hinstellen. So, jetzt wird sie produziert. Denke ich mal. Ach ne, guck mal hier, der Schnodderling. Ah, der Schnodderling trägt sie hin. Fallen kosten wahrscheinlich Werkzeugkisten. Ein Geheimdienststion ist an dich herangetreten und hätte gern die Nutzungsdaten aller deiner Monster gehabt. Deine Orks haben leider nichts von ihm übrig gelassen. Leider. Warum denn leider? Typ soll mal hingehen, wo der Pfeffer wächst, ey. So, hier ist eine gute Goldader. Da kommt der Schnodderling an, platziert eine Falle. Ah ne, er muss sie wirklich auch noch aufbauen. Ah, okay. Und dann bin ich gespannt, wenn gleich Helden kommen, wie die dann an die Falle rangehen und auf einmal alles explodiert. Was ist denn hier los? Ach, hier ist noch ein Ork. Der ist ja irgendwie hängen geblieben. Okay, hatte ich doch nur 3 Orks. Mir war eigentlich auch so, dass ich nur 3 Orks dabei gehabt hätte. Es war vollbracht. Die Falle war fertiggestellt. Zeig. Bereit, von einem Helden gefunden zu werden. Ah, wie geil die aussieht. Guck mal hier. Just in diesem Moment erschien ein besonders schlagkräftiger Zwergenkrieger direkt im Dungeon. Wo denn? Es war zwar sehr merkwürdig, wie er denn plötzlich hierher gekommen war, aber als Versuchskaninchen für die Falle war er mehr als willkommen. Da ist er. Oh, Vorsicht, mein Ork. Wir wollen uns ja die Falle anschauen. So, er öffnet die Falle und kaboom! Der Krieger hatte keine Chance gegen die heimtückischen Fallen und kräftigen Monster des unbesiegbaren Bösen und lag im Staube. So viel zu einem Spiel mit Zwergen. Damit war zwar nun die Verteidigung des Dungeons deutlich verstärkt, aber das Jagdschloss war noch immer gut gesichert und uneinnehmbar. Es gab nichts, was das ultimative Böse hätte tun können. Die Aufgabe war unlösbar. So zog es sich geknickt zurück, ließ seine Rache Rache sein und tobte seinen Zorn an Stinkwurz, Pestnelke und Zottelwicke aus, die unschuldig am Wegesrand gediehen. Ende. Unbefriedigend, nicht wahr? Natürlich war das noch nicht das Ende. In Wirklichkeit stattete das nicht aufgebende Böse der Goblin-Höhle noch einen weiteren Besuch ab. Mit ein paar Prügeln würde der Goblin-Anführer sicher noch etwas Nützliches ausspucken. Oh, okay, wir sollen den Goblin-Häuptling jetzt vermöbeln. Hier haben wir aber noch ein Buch entdeckt. Langeweile minus 90%. Okay, das bekommt jetzt irgendwie einer. Hier, das bekommt einer von dem hier. So, damit der Goblin halt nicht mehr so schnell gelangweilt ist. Haben wir hier oben auch noch was entdeckt? Nach Erweiterungen geifernde Böse konnte es kaum erwarten, die weiteren Möglichkeiten der Hüftlerhöhle zu erkunden. Insbesondere das Lazarett schien nützlich, um seine angeschlagenen Einheiten heilen zu können. Es machte sich daran, dies erforschen zu lassen. Ach so, ach, ich kann noch andere Sachen erforschen. Sehr gut, okay, warte. Ihr geht erstmal raus, meine Lieben. Und ich erforsche hier... Neue Räume. Mich für die letzte neue Fallen. Aber du
solltest dich nun wirklich auf den Weg zur Goblinhöhle machen. Wir können eine Teergrube simpel und doch effektiv, um Helden im Vorankommen stark zu beeinträchtigen. Und wir könnten hier das Lazarett. Ermöglicht es euch, das Lazarett zu errichten, indem eure Monster ihre Wunden versorgen. So, dann forschen wir das einfach mal. Wurde mir ja auch so als Nebenquest angeraten, das zu tun. Okay, da brauche ich jetzt erstmal nicht weitermachen. Wir gehen zur Oberwelt. So, kommt mit, meine lieben Orks. Und dann wollten wir zu den Goblins noch einmal gehen. Kriegen jetzt auf die Fresse von uns da. Da kenne ich nix, ne? Da kenne ich nix. So, schön in Reihe und Glied gehen. So ist es gut, meine kleinen Orks. Ah, die sind richtig... Die haben wir richtig gut erzogen, die Orks, wa? So, mal schauen. Oh, das hat Gold gekostet. So, die gehen direkt runter. Und dann können wir hier in die Goblinhöhle gehen. Und ja, jetzt greifen wir den Häuptling an. Können uns erstmal so um den rum aufstellen und dann Angriff! So. Nach einigen kräftigen Schlägen war der Anführer der Goblins genügend motiviert, um dem ultimativen Bösen zu helfen. Tatsächlich gab es einen alten Verbindungstunnel, der früher als Fluchtweg genutzt worden war. Dieser verband die Goblinhöhle mit den Gewölben des Jagdschlosses. Der Goblin-Anführer stellte dem schlagkräftigen Bösen freiwillig einen Goblin-Schurken zur Verfügung, um das Schloss zu infiltrieren. Das karitative Böse hatte das Lazarett erforscht. Dort würden sich seine Einheiten alsbald von ihren Verletzungen erholen können, wenn es denn erst einmal gebaut war. Okay, also soll ich ein Lazarett bauen? Sehe ich das richtig? Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, nicht schon wieder. Aber hier ist eine neue Falle. Mal schauen, ob die jetzt alle... Ah, shit. Da kommen noch mehr vor allem. Okay, warte, wir müssen erstmal hier unsere Orks wiederholen. Müsst alle hierher kommen. Helden sind in euren Dungeon eingedrungen. Ja, weiß ich doch. Was soll ich denn machen? Vorsicht, Schnodderling! Lauf! So, wo sind meine Orks? Sind die schon auf dem Weg? Ja, da kommen sie angerannt. Oh Mann, ey. Man muss ja echt auf alles aufpassen. So, die Goblins. Ah, der eine Goblin. Der immer gut gelaunte. Das kann ich aber nicht zulassen, dass der stirbt, ne? Sind sie da? Ne, noch nicht. Okay, leg dich mal dahin. Oh fuck! Schnodderlinge! Rettet mein Dungeon-Herz! Dungeon-Herz ist es ja gar nicht. Aber rettet das Ding! Das ist wichtig! Bin ich mir ziemlich sicher, dass es wichtig ist. So, wehe, mein Goblin stirbt. Brauche ich zum Arbeiten, die Schlingels. So, und dann können wir uns direkt hier vorne den Lazarett auch hinbauen. Tüftlerhöhle, nee, wo ist denn das Lazarett? Ist hier bei den normalen Räumen, okay. 540 kann ich mir nicht leisten, das ist natürlich schlecht jetzt. Das pflegende Böse hatte in seiner Gutmütigkeit ein Lazarett für seine leidenden Kreaturen errichtet. Nun fehlte noch ein Krankenbett. Schnodderlinge würden dann im Dungeon gefallene Einheiten dorthin verbringen. Ah, okay, das ist ja geil. Habe ich schon wieder ein bisschen Geld bekommen? Ja, ein bisschen, aber nicht genug. Schnodderlinge, arbeitet schneller. Ich brauche hier noch ein bisschen was. 60 Gold, glaube ich. Da muss ich noch ein Krankenbett kaufen. Sonst bringt das ja alles auch nichts. Ne? Oh. Kein Gold mehr. Ist jetzt irgendwie schlecht. Schnodderlinge. Ah, okay. Holen aber hier schon munter das Gold, was ich ihnen jetzt befohlen habe. Okay, sind alle fleißig am Rumrennen. So muss es sein. Und unter der Burg muss ich hier gleich mit dem anderen Goblin-Typen da auch noch was machen. Aber erstmal würde ich gerne das Lazarett hier fertig bauen. Sieht irgendwie merkwürdig aus, ne? Was ist das da? Ach so, einfach nur Stroh. Warum liegt da denn Stroh? So. Und ein Krankenbett kostet auch nochmal 250. Halt! Ah, nein! Nicht... Mein schönes Lazarett, das soll schon so aussehen. Habe ich mir schon was bei gedacht? Liebes Spiel, da habe ich mir schon was bei gedacht. So, das ist hier wieder so eine unerschöpfliche Quelle erstmal, ne, ja. Dauert ja wieder Jahre, bis man so ein Ding abgebaut hat. Wir könnten aber hier einfach mal ein bisschen was abgraben. Einfach nur so, weil wir es können.
Stell ein Krankenbett auf. So, Krankenbett aufstellen, damit wir die optionale Quest hier noch abschließen. 250 Gold. Ja, kommt, Leute, jetzt sammelt halt mal ein bisschen Gold ein. Kann ja wohl nicht so schwer sein eigentlich, oder? Sollte man meinen, zumindest. Das ist wieder so eine unerschöpfliche, glaube ich. Ich verliere die ganze Zeit Geld. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil die vom Zahltag alle noch nichts, noch kein Cash in the Tash gesehen haben. Ah, die Goblins verstärken die Wände auch, siehst du wohl. So, gleich habe ich aber genug Geld, damit ich ein Krankenbett bauen kann. So, ein Krankenbett, ja, siehst du wohl. Das erste Krankenbett war errichtet. Verwundete Einheiten konnten sich nun im Lazarett heilen und Schnodderlinge konnten besiegte Kreaturen hierher verbringen, damit sie wieder aufgepäppelt würden. Da heilt er sich. Okay, sehr cool. Alles klar, jetzt lasst uns aber unter die Burg schauen. Da haben wir jetzt ja hier unseren Mega-Geek, der Goblin-Schurke. Schauen, was der so kann. Das fröhliche Böse freute sich über diese Unterstützung. Ein Schurke war ein annehmbarer Nahkämpfer. Seine eigentliche Stärke lag aber in seiner Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Dies wurde natürlich sogleich getestet. Achso, der kann sich unsichtbar machen. Wir töten den da erstmal. Bewegen, angreifen, wo ist denn... Unsichtbarkeit, ah, I. Invisibility. Mach den da aber erstmal fertig. So, sehr schön. Es ist Zahltag. Wie lange hält das? Hält das jetzt einfach so? Ist ja cool. Trotz der mächtigen Unsichtbarkeitsfertigkeit war es dem ultimativen Bösen zu raten, vorsichtig zu sein. Manche Gegner hatten derart geschulte Augen, dass sie unsichtbare Einheiten trotzdem wahrnehmen konnten. Ja, okay, der da. Was ist das für einer? Keine Ahnung. Oh, aber... What the fuck? Lauf! Ach, du Heilige. Der hat jetzt aber gut auf die Fresse bekommen. Helden sind in euren Dungeon. Bring den sicher durch den Untergrund. Ich versuch's ja. So, hier muss eine neue Falle eigentlich mal hingebracht werden. Meine Orks. Ah, siehst du, die haben das sofort mitbekommen, dass hier gekämpft wird. So lobe ich mir das. So, dann könnten wir hier noch ein zweites Krankenbett eigentlich hinstellen. Schade, dass man die nicht drehen kann. Oder ich weiß nur noch nicht, wie man die drehen kann. Müsste ich mich auch nochmal schlau machen. Das geht bestimmt irgendwie. Ach, okay. Kann ich die Werkzeugkisten eigentlich... Ah, kann ich hier hinlegen. Das ist natürlich nice. Dann erspare ich meinen Schnodderling doch wahrscheinlich Arbeit, oder? Warte mal. Wenn ich jetzt den Schnodderling hier hinwerfe... Checkt er das dann, dass er das... Ey! Ja, geht doch. Sehr gut gemacht. Hier, arbeite mal ein bisschen schneller, Freundchen. So, wie geht's meinem... Oh, shit. Ja, okay, komm, wir müssen einfach probieren, den jetzt hier irgendwie durch den Dungeon zu befördern. Wenn ich jetzt abkacke deswegen, ne, das wäre echt... Das wäre schon so ganz kleines bisschen ärgerlich. Okay, jetzt rennen wir. Hier sind wir, glaube ich, schon unter der Burg. Also ich glaube, wenn wir hier sind... Eine verschlossene Tür hinderte den Schurken am Weiterkommen. Ach, kein Ding für einen Schurken. Es würde lange, lange, lange Zeit dauern, bis er diese mit Waffengewalt geöffnet hätte. Dankenswerterweise verfügte er über eine passende Fertigkeit, mit der er Türen und noch wichtiger Fallen deaktivieren konnte. Ja, dann machen wir das. Tada! Like a pro. So, da hinten ist ein... Den müssen wir erstmal unsichtbar machen, schnell. Und dann sammeln wir hier den Dingens ein. Den Heiltrank. So, und jetzt kann ich auch gegen die blöden Ratten hier wahrscheinlich kämpfen. Aber selbst die Ratten machen guten Schaden gegen diesen Schurken. Müsste man sich schon mal merken, dass Schurken gut auf die Fresse bekommen, offensichtlich. So, lass uns die Tür hier öffnen. Das spürnasige Böse erkannte, dass die Kriegerin dort extrem stark war. Der Goblin-Schurke sollte jeden Kontakt mit ihr vermeiden. Okay, das kriegen wir hin. Zahltag schon wieder. So, da ist die Kriegerin, dann gehen wir hier rum. Die sieht uns ja gar nicht. Jetzt geht die da noch rein.
So, da ist wieder eine ganze Armee. Oh, okay. Ich dachte, die geht hier immer ihre Runde. Aber denkste, Püppchen? So, Heiltrank aufgenommen. Unsichtbarkeit erstmal weg. Und dann gehen wir hier nach oben. In der Burg wurde ein Gobobot, oh Gott, zu jämmerlichen Reparaturarbeiten gezwungen. Kurz spürte das rührselige Böse so etwas wie Mitgefühl aufkommen, das sich dann aber als mächtiger Rülpser entpuppte. Befreien würde es den nützlichen Gobobot. Natürlich trotzdem. Wo ist denn der nützliche Gobobot? Go, go, Gadgetto-Mobil. Da ist er. Okay. So, gegen den kann ich wahrscheinlich wieder mal nicht kämpfen. So, komm schon. Shit, okay, wahrscheinlich. Mach doch. Ey. Das ist doch nicht wahr. Kann ich den lenken schon? Nee. Ja, scheiß die Wand dann. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich den denn... Tür, Tür? Nee. Ich muss ja die Tür deaktivieren. Bloß, da steht der blöde Zwerg vor. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, nicht schon wieder die Kackvögel hier. Ja, da kümmern sich aber meine Einheiten drum. Ich würde gerne hier, denke ich, vorankommen. Der Dungeon des ultimativen Bösen war voller Götterspeise. Unsichtbarer Götterspeise. Ich soll wirklich die Wache töten? Das schaffe ich doch niemals. Das schaffe ich niemals. Wie soll ich den denn mit der Einheit töten? Wie ist das, wenn ich schleiche? Kann ich da nicht so einen kritischen Angriff machen oder so? Ah! Siehst du wohl, läuft bei uns ja doch auf einmal. So, der Gobobot, oh, jetzt wird er aber aggressiv hier, da. Sehr schön. Weiter geht's, Gobobot, geh hier rein und mach mal richtig... Durch den Befreiungsversuch des Schurken schloss sich der Gobobot der Horde an und heizte seinen Peinigern ordentlich ein. Seine Fähigkeiten, Fernkampfschäden größtenteils zu ignorieren und größere Bereiche in Brand zu setzen... sollten sich als äußerst nützlich erweisen. Ja, das meine ich aber auch. So, Gobobot. Mach die Leute hier mal fertig. Also, ein Gobobot, ey. Den, das lohnt sich schon, den in seinen Reihen zu haben, ne? Das ist klar, würde ich mal sagen. So, Fernkampfangriffe, den trotzen wir einfach. Kann der irgendwelche Fähigkeiten? Ne, okay. Oh, jetzt machen wir die aber fertig. Guck mal hier, wie die Häuser auch abfackeln. Oder? So lobe ich mir das. Wer schießt denn da noch? Ach hier, das sind Wachtürme. So, Vorsicht, der Schurke ist schon wieder gestorben. Ja, Herrschaftszeiten, Malefiz, können wir bitte aufhören, missionskritische Einheiten sterben zu lassen? Nicht, dass es mir um das Gewürm leid täte, aber das hält hier nur den Plan auf. Hol dir am Kellereingang noch einen Schurken ab. Wo? Am Kellereingang. Hier gibt's noch einen Schurken für mich. Sehr gut, dann kann der Gobobot ja auch sterben. Der Gobobot stirbt jetzt. Gewaltiger Feuerkraft hatte das versagerische Böse seinen Gobobot verloren. Eigentlich wäre die Geschichte nun zu Ende, aber wie durch ein Wunder tauchte in der Nähe der Goblinhöhle eine weitere dieser wunderbaren Kreaturen auf. Hoffentlich würde diesmal mehr Acht auf sie gegeben. Ja, Herrschaftszeiten, Malefiz, können wir bitte aufhören, missionskritische Einheiten... Was denn, der lebt doch noch! Nicht, dass es mir um das Gewürm leid täte, aber das hält hier nur den Plan auf. Hol dir am Kellereingang noch einen Schurken ab. So, wir haben doch gleich sämtlichen Widerstand hier gebrochen. Ich glaube, ich muss nur das Tor kaputt machen. Kann leider nicht sehen, wie lange es noch dauert, bis das fertig ist. Komm, wir machen hier mal das Tor kaputt, würde ich sagen. Nee, will er nicht, okay. Aber den Widerstand haben wir doch jetzt gebrochen, oder nicht? Was haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ja, dann muss ich das wahrscheinlich doch noch zerstören. Komm mal her, Goblin. Kannst du auch mal mitmachen einfach. Kann da keine Lebensenergie sehen, leider. Ah! Das Schloss war völlig zerstört. Das rachsüchtige Böse klopfte sich selbst zufrieden auf die Schulter.
Nun war es an der Zeit, sich König Robert zu widmen. Dieser rezitierte in seinem berühmten Garten seine weniger berühmten Liebesgedichte. Das lyrisch gehandicapte Böse hatte für Poesie wenig übrig und würde ihm das auch handfest klar machen. Ja, dann machen wir ihm das mal handfest klar. Ich weiß nicht, ob ich meine Orks jetzt auch noch dazu holen soll, einfach mal. Aber warum eigentlich nicht, oder? Wenn die eh hier nur faul rumhantieren. So, Ork, Ork, Ork. Wo sind noch mehr Orks? Hier ist noch ein Ork. Und der letzte Ork ist hier. Dann nehmen wir die auch nochmal mit. Hab schon gesehen, dass der Part jetzt doch schon ziemlich lang geworden ist. Aber ich würde sagen, komm, die Mission machen wir jetzt in dieser Folge noch zu Ende, oder? Ich glaub schon. Klingt für mich nach einem Plan. So, hier kommen direkt wieder Einheiten. Wo kommen die denn wieder her? Vielleicht kann ich die ja gar nicht mitnehmen. Vielleicht ist da noch irgendwas im Weg oder so. Dann gehen wir einfach so zu König Robert. Warum eigentlich nicht? So, macht den da auch noch fertig, Leute. Kloppt den kaputt. So, danke. Kann doch nicht so schwer sein. Gobobot und der andere sind hier. Dann gehen wir hier lang. Ja, dann kommen wir jetzt so zu König Robert. Ist mir auch recht. Der Gobobot, der rockte ja eigentlich eh durch die Gegner durch. So, sehr schön. Burn! Der König wurde von einer Pixie begleitet, die über mächtige Heilmagie verfügte. Ein direkter Angriff wäre reiner Selbstmord gewesen. Gnadenreicherweise gab es diesen allwissenden und hilfreichen Erzähler. Dieser wies das ungeduldige Böse darauf hin, dass sich die Pixie ab und an entfernte, um bei einem kleinen Lager im Süden nach dem Rechten und viel wichtiger, nach Sonderangeboten zu sehen. Die Pixie summte nun herbei, um zu schauen, was das Essen macht. Das ultimative Böse bereitete einen Hinterhalt vor. Okay, jetzt sind wir hier. Da kommt die Pixie. Die mache ich fertig. Pixie, du bleibst hier. Man sollte meinen, ein zerbrechliches, fliegendes Etwas zu töten, sei keine Raketenwissenschaft. Aber tatsächlich hatte das unfähige Böse dafür zu lange gebraucht und ein paar Wachen aufgeschreckt. Hey, da, sie ist doch tot. Pixie hatte ihren letzten Heilzauber gesprochen. Das handwerklich versierte Böse bastelte sich aus ihren Flügeln einen Fächer. Nun war es an der Zeit, König Robert zu suchen und sein baldiges Ableben sicherzustellen. So, das dürften wir jetzt eigentlich hinkriegen, denke ich. Ja. König Robert fiel und das ultimative Böse hatte seine wohlverdiente Rache bekommen. Yes. Doch dort draußen warteten noch weitere Helden, die es verdient hatten, niedergestreckt zu werden. Ihre Zeit würde kommen. Na sicher. Das kriegen wir hin, Leute. Victory! Yo, dann beim nächsten Mal geht es in die Sumpflanden. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Eine bisschen längere Folge, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr da nichts gegen habt. Wie immer würde ich mich freuen über ein paar Kommentare oder lasst mir eine Bewertung da. Vielleicht gleich noch einen dritten Part hoch. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch einen weiteren Part sehen wollt heute. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Dungeons 2. Haut rein!